und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Video! Wir boosten gerade schnell Rate die Guil rauf, Passo Roqueta, weil das Wetter ist schon wieder nicht so geil. Und um nicht wieder komplett abzusaufen wie gestern, haben wir gedacht, besser schnelle, trockene E-Bike-Runde. Und wenn sich dann noch was ausgeht, hängen wir Bio noch irgendwas dran. Aber jetzt heißt erstmal schnell rauf, schnell wieder runter. So, und hier nochmal ein bisschen See. Und die Wolken ziehen auch schon voll rein. Deswegen heißt schnell, schnell, schnell. Ja, gestern sind wir bis über den Trimalto, Bocca di Cassette runter. Das waren 2150 Höhenmeter. Alles mit dem E-Bike. 750 Wattstunden. Hat super funktioniert. Ich bin noch so mit 10% zurückgekommen. Nico sogar mit 12. Wir haben einmal Akku getauscht auf der Hälfte. Und ja, hätten wir selber nicht erwartet. Heute schaut es anders aus. Heute geht es im Sportmodus. Vernichten den Akku. Was das Bike hergibt, rauf. Damit wir hoffentlich noch trocken in den Trail kommen. Und wir sagen euch mal, wie es dann so mit den Prozenten aussehen wird. Und natürlich auch wieder für alle, die das Video von gestern nicht gesehen haben, verlinke ich euch in der Infobox. Yes! Hab ich eine Kondition? Wahnsinn! So, der See ist leider schon weg. Das heißt für uns kein Panorama. Schnell ab auf den Trail. Kurze Info am Rande. Circa 1200 Höhenmeter. Komplett Sportmodus. Jetzt habe ich noch 34% Akku. Nee, auch? Hast du auch 34? Oder habe ich 37 gesagt? Ach komm, das glaube ich. 37 habe ich. Ich habe 34 und ich wiege so ein bisschen mehr als die Petra. Ja, also 37. Aber auf jeden Fall, geile Sache. Jetzt waren wir super schnell oben. 2%. Und damit ging es dann auch schon wieder ab auf den Trail, wie schon öfters erwähnt, Prati di Guil, also Passo Roqueta runter, ist immer ein guter Tipp für nasse Verhältnisse. Durch den Schotterboden trocknet der Trail auch viel schneller als die anderen Trails, die zum Teil eben Felsen und dann aber wieder ganz normalen Erdboden haben. Die trocknen einfach extrem schlecht, da saugt die Erde immer die Feuchtigkeit auf, sodass man dann immer schmierige Reifen auf den Felsen hat. Hier ganz anders, da ist größtenteils Schotterboden und dann ist man mit trockenen Reifen auf den Felsen unterwegs und hat einfach Spaß. Schaut mal, da haben wir jetzt diesmal die Insta360 Go 2 am Rahmen festgeklebt. Da haben wir ja schon mal ein extra Video zu der Kamera gemacht und so habt ihr jetzt diese Perspektive, mal was ganz anderes, da sieht man, wie die Federelemente arbeiten. Was denkt ihr darüber? Gefällt euch das? Sollen wir sowas öfter machen? Wenn ja, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare, dann werden wir das auf jeden Fall gerne öfter mal aufgreifen. Ich bin da ja nicht so einfallsreich, muss ich gestehen. Nico hatte da ein paar gute Ideen, was wir noch alles machen können. Ein paar davon gingen allerdings auch eher schief. Wir wollten auch noch herzeigen, was das Federbein hinten so leistet. Das sah aber aus wie aus Filmen über 18, deswegen habe ich es euch jetzt mal nicht reingeschrieben. Geschnitten. Und ja, hier nochmal ein bisschen mehr von dieser Gabelposition. Ich finde, man sieht da teilweise auch irgendwie, wie flowig man da den Trail runterrattern kann. Und ja, mir hat die Position echt gut gefallen von der Kamera, deswegen habe ich es euch ein paar Mal reingeschnitten. Und ja, schreibt mir doch sehr gerne, was ihr davon haltet und ob ihr das eben in Zukunft öfter haben wollt. Jetzt hoffe ich, im Hintergrund ist es nicht so laut, weil ich bin natürlich schon wieder unterwegs. Man möchte es kaum glauben, zwischen Arbeit, unterwegs und sonst sitze ich nur auf dem Radl, da komme ich nicht zum Video schneiden. Deswegen, ja, ich muss mir unbedingt ein gescheites externes Mikrofon für den Laptop zulegen. Also falls ihr da irgendwelche Tipps habt, dann auch immer gern ab in die Kommentare. Ich meine, klar, die meisten von euch werden jetzt selber keine Videos produzieren, aber zum Beispiel auch die Windschutzhülle, die ich jetzt immer drum habe und seitdem wurde unser Ton nicht mehr bemängelt, was mich super freut, kam ja als Zuschauertipp und deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz frech in die Runde rein. So, das war es jetzt aber erstmal wieder. Jetzt schalte ich euch ein bisschen Musik zu und lasst euch schon mal so viel gesagt sein, das ist nicht der einzigste Berg, den wir heute machen, denn wie es so oft ist, wenn man damit rechnet, dass es regnen wird, dann nimmt man einen Schirm mit und dann regnet es natürlich nicht. So sollte es an diesem Tag im Großen und Ganzen auch verlaufen. Aber seht doch selbst. Und es sind nicht nur zwei Berge geworden, sondern alle guten Dinge sind drei und davon auch noch einer Bio. So viel sei auch schon verraten.
Wer hätte das gedacht? Ein bisschen Sonne und Seeblick. Wuhu! Ja, das passt schon. Jetzt gibt es kurze Pause, weil es eh noch so schön ist. Und unser Essen ist schon unterwegs. Pause mit Aussicht quasi. Das Essen ist da. Das ist hier oben echt relativ günstig und immer riesen Portionen. Mega gut. Hey, Moment. So hat es nicht abgemacht. Wie? Ja, wie halbe, halbe. 7 Euro kostet die Portion. Schaut mal, Petra wird schon zum Joker. Der Mund wird immer größer. Aussicht ist auch noch gut. Bin gespannt, wie lange das heute halten wird. Wehe, es fängt nicht an zu regnen. Heute bin ich vorbereitet. Das wäre wieder gemein. Nach der Pause ging es dann immer noch trocken auf den Trail von Pregasina aus Richtung erstmal Bella Vista heißt es, glaube ich. Oder doch, ich glaube schon, dieses tolle Café. Und dann eben noch runter bis zum alten Ponale Hotel, da wo noch die Ruine unten ist. Das ist ja auch ein absoluter Highlight-Trail für mich mit mega Aussicht immer wieder zum See runter und einfach super cool zu fahren. Thank you.
Und hier haben wir die Insta360 Go 2. Das ist ja diese ganz, ganz kleine. Ich kann euch die nochmal verlinken unten drin, falls euch die interessiert. Jetzt einfach nur an den Rucksack rangeklipst. Das ging super schnell, super einfach. Und wie wir finden, macht die echt auch tolle Bilder. Vor allem dafür, dass sie so unglaublich klein und leicht ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich war zu faul, die GoPro mitzunehmen, die zweite, weil ich eben dachte, ach, wenn es regnet, was wollen wir da mit zwei Kameras, was soll das? Und dann war es eben viel besser als gedacht. Und die Insta-Go 2, die habe ich immer im Rucksack liegen, weil die einfach so klein ist. Und ja, dann haben wir sie einfach hinten rangepinnt und sind selbst überrascht, wie gut das Ergebnis geworden ist, wie gut die stabilisiert und auch im Endeffekt, wie lichtstark die trotz allem ist. Also super cool. Kommen. Da ist das alte verfallene Ponale Hotel und für uns geht es jetzt leider ein paar Meter durch den Tunnel zurück. Wird nichts helfen. Es regnet noch nicht und Akku haben wir auch noch ein bisschen. Jetzt fährt man noch schnell mit Eco auf den Monte Brione. Ja, Nico, dir war ich den Plan ganz genau erzählt beim Essen. Ja, 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 so machen wir es. Und jetzt gerade so, Hä? Was? Monte Brione, wieso? Wie? Ja. Nudeln, schlafen, Siesta, Bierchen, chillen. Ah, oben sind wir. Monte Brione, Mini-Hügel, aber mit guter Aussicht. Und ich war hier noch nie oben. Es regnet immer noch nicht. Wie, du warst hier noch nie oben? Ich war hier noch nie oben, das erste Mal. Das ist wahr. Da habt ihr eben den Befestigungsriegel wieder. Ein paar andere Radfahrer. Hier Monte Velo, Monte Altissimo, dann Monte Baldo in den Wolken und von dem Zipfelchen da oben kommen wir heute her. Das war der Passo Rocchetta. Und da unten würde man vielleicht sogar unseren Bus sehen können. Aber schade, dass ihr da nicht ganz vor seid, weil ich finde die Aussicht ist echt cool, so ein Schallfallhügel halt einfach.
beim Trail vom Monte Brione aus hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, wie coole Aussicht man eigentlich auf den See hat. Seht ihr das? Man fährt einfach direkt auf den See zu. Und ihr dürft ja nicht vergessen, wir filmen ja mit Weitwinkel. Dementsprechend ist es in echt noch viel, viel cooler als auf unseren Aufnahmen. Ja, heute war das Wetter besser wie gemeldet. Und deswegen geht es für uns jetzt noch ein Stückchen den Altissimo rauf. Und diesmal allerdings mit dem Bio-Bike. Also zwei Berglis E-Bike und jetzt noch ein dritter Bio. Denn alle guten Dinge kennen wir uns. Sind drei. Belästigen Sie mich nicht, bitte. Ja, keine Sorge, den kriege ich schon wieder. Ha! Ha! Bio ist es schon schlimmer hier rauf, aber macht auch gleich. Mir persönlich macht es mehr Spaß zu treten. Aber das Geile mit dem E-Bike war halt einfach so hoch zu fliegen. Ich mag beides nach wie vor. Wie schaut es da drüben aus? Was? Er grinst schon so. Ich liebe Bio. Es ist Wahnsinn. So anstrengend, das ist so super. So super. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es im Inneren des Schädels aussieht. Nein, nein, das passt schon. Ihr werdet lachen. Genau, jetzt tröpfelt. Was für ein Scheiß, oder? Ja, ganz schön gemein. Aber gut. Schauen wir mal. Noch geht's. Ein Stückel sind wir jetzt schon oben. Ein Stückel. Kurzen Verpflegungsstopp. Zucker. Und ihr seht, es hat wieder aufgehört zu regnen. Haben wir also quasi bisher Glück. Damit ging es dann auch schon wieder ab auf den Trail. Wir mussten uns ein bisschen beeilen, weil wir dann danach auch noch zum Pizzaessen verabredet waren mit Ali. Den kennt ihr sicher aus den Winterfilmen. Der war da auch öfters dabei beim Skifahren oder Snowboarden. Heuer ja auch viel am Snowboard unterwegs. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da ja auch gerne mal reinklicken. Wir haben aber generell schon gemerkt, dass die Bike-Videos beliebter sind auf unserem Kanal wie die Ski- oder Snowboard-Videos. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ihr wissen wollt, mit wem wir dann noch Abend gegessen haben, dann klickt euch mal rein.
Wir sind gut zurück. Die Belohnung, Bier und Nüsse. Aber jetzt geht's auch gleich noch zum Essen. Da bin ich jetzt aber zu faul, die Kamera mitzuschleifen. Ich glaube, das Video ist lang genug. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten gibt es morgen wohl nochmal einen Biketag hier am Lago. Und sehr zu empfehlen, ein Moretti nach dem Radfahren macht einfach Laune. Und ist isotonisch.